Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wir sind wieder einmal unterwegs auf Spurensuche vom Zweiten Weltkrieg. Und ich bin jetzt hier mal im Kanton Glarus ein wenig unterwegs mit meiner Kollegin. Und wir haben da schon etwas Kleines gefunden. Und wir sind jetzt da weitergefahren, weil ich hatte da so einen Verdacht und eine Ahnung. Und jetzt haben wir da so eine Straße gesehen. Jetzt kommt gerade kein Auto. Eine Straße gesehen, da steht drauf Waldstraße, ausgenommen Berechtigte. Aber die ganze Baukonstruktion und auch, dass da ein Tunnel ist, weist für mich darauf hin, dass da etwas sein könnte. Wie gesagt, ich habe mich natürlich im Kanton Glarus noch nicht heftig befasst mit so Anlagen vom Militär. Und darum gehen wir jetzt mal schauen, was wir da finden werden. Ja, meine Vermutung war richtig. Hinter mir ist eine Brücke und ein Eingangsportal, das darauf hinweist, dass da etwas unter dem Berg sein muss. Das schauen wir uns jetzt näher an. Die Bewaffnung des Artilleriewerks Niederberg bestand aus vier 7,5 cm Befestigungskanonen 39 auf Ständerlafetten. Diese wurde um 1975 durch 14,5 cm Haubitzen 46 L22 ersetzt. Also, wir befinden uns beim A6740 Artilleriewerk Niederberg. Und das wäre eben der Haupteingang. So viel das mir ist, gehört dieses Werk einem Verein, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, das könnte man sogar anschauen gehen. Aber wir sind jetzt hier heute spontan mal vorbeigekommen. Aber wir können jetzt schauen, ob wir die Scharten finden und sonst noch irgendetwas. So, wir waren jetzt da ein wenig rumkraxeln im Wald, aber haben leider nichts gefunden, weil wenn man natürlich von weitem nichts sondiert hat mit dem Fernglas oder keine Baupläne hat, wo man sich orientieren kann, ist das sau schwierig, etwas zu finden. Und jetzt das Gelände dort ist natürlich auch heikel wegen Steinschlag. Ihr seht vielleicht hinter mir diese riesen Felswand und wenn man da unten durchgeht, das ist schon gefährlich. Aber wir haben jetzt herausgefunden, dass man dieses Werk, Artilleriewerk A6740 Niederberg, kann man auf Anfrage besichtigen. 15 bis maximal 30 Personen, kostet pro Person 20 Franken. Der Rundgang geht 3 Stunden, sagen sie. Und dann haben wir jetzt entschlossen, dass wir eher diese Führung mal mitmachen werden. Dann sehen wir auch mehr und alles vor allem. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, sonstige Sachen zu finden, weil wir haben da sonst noch Sachen gesehen. Und das Wetter ist super und ja, ein bisschen Bewegung schadet da nichts. Wir schauen jetzt jedenfalls mal, was wir noch finden werden. Also, wir haben jetzt da etwas weiteres gefunden. Das ist zwar nicht unbedingt eine militärische Anlage in dem Sinn. Meine Vermutung liegt darauf, wegen der Bauart und der Färbung, dass es vielleicht früher mal eine Kommandoanlage war, eventuell, und dann ausgebaut wurde zur Zivilschutzanlage, weil es ist ganz klar beschrieben, dass das jetzt die hiesige Zivilschutzanlage ist. Aber trotzdem interessant, und eben, ich sage mal, wenn es nicht ursprünglich vom Militär gewesen wäre, wäre die Bauart sicher anders, aber trotzdem interessant. Man erahnt außerhalb der Zivilschutzanlage, wie groß diese auch sein muss. Und anhand der Werkspläne, die da im Eingangsbereich aufgehängt sind, können wir auch schlussfolgern, dass diese Anlage doppelstöckig ist. Die Frischluft- und Abluftschächte, die wir im Wald finden und sehen, dienen vermutlich gleichzeitig auch als Notausstieg. Thank you.
Ja, es gibt nicht so viel zu sehen außer diese Lüftungsschächte. Da kommt überall kommt eine Leiter hoch, also dienen sie, denke ich mal, auch als Notausgang. Und weiter unten ist ein effektiver Notausgang. Viel zu sehen gibt es nicht, aber ist trotzdem halt auch irgendwie interessant. Jedenfalls gehen wir jetzt mal schauen, ob wir irgendetwas finden, um uns zu verpflegen. Und dann geht es weiter so in Richtung Artilleriewerk Beglingen. Artilleriewerk Beglingen sollte da auf der anderen Talseite drüben sein. Und ja, mal schauen, was wir noch so finden. Am Waldrand, ein wenig abseits des Dorfes, eine Zugsunterstand oder eine Truppenunterkunft. Ein sehr schön getarnter Infanteriebunker. Sogar mit Zielleuchtungsvorrichtung, also ein Scheinwerferstand in Richtung des Tankgrabens. Man sieht auch die bekannten Scharten, die wir aus etlichen Bunkern kennen. Panzerabwehrkanonen, MG-Scharten, Beobachterscharten, leichtes Maschinengewehr, alles da. Das Zielgebiet des Bunkers. Eine etwas neuere Version eines Tankhindernisses. Nebendran die etwas ältere Version des Tankhindernisses. Schießscharten, von wo dass die kommen, das weiß man leider nicht so genau. Aber das hier zum Beispiel ist eine LMG-Scharte. Das Nomadenhaus mit den Steckhindernissen und weiter vorne sehen wir den Tankgraben plus im Wald dann auch die Tankhöcker, die Geländepanzerhindernisse. So, wir sind jetzt da schon ein wenig weit gelaufen und sind jetzt hier bei diesem riesigen Tankgraben, der sich durch das ganze Tal hier bei Neffels von der einen Talseite zur anderen erstreckt. Und das ist also ein ganz verreckt imposanter Bau hier, wie sie das gemacht haben, um diese Panzer aufzuhalten. Das ist also sehr imposant. Man sieht diese Zwischenmauern immer wieder, wo die Bauern und Leute drüber fahren können, auch hier, wo ich jetzt stehe. Und dann wieder diese Graben, also das ist jetzt sehr spannend hier. Und auch die Bunker, mit, wie ihr gesehen habt in den Bildern, mit so viel Liebe und einfach die ganze Tarnkunst, das ist jetzt hier eine mega interessante Gegend. Ich drehe mich mal, sehen wir hinten da weiter den Tankgraben und also der Tankgraben, der ist 10 Meter breit oder was, also dass hier irgendein Panzer ohne Mühe rumgekommen wäre, das glaube ich nie im Leben. Also das wäre noch heute rein unmöglich, dass die Panzer da einfach da durchfahren könnten. Das ist so sumpfig und so. Also das ist ganz imposant, diese Sperrstelle Neffels hier. Also das kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, auch eben überall die Bunker, dort vorne ist einer, hinten im Wald ist einer und jetzt hier ist dann noch ganz ein spezieller,
Da zeige ich jetzt da euch dann Aufnahmen. Und natürlich, ironischerweise, ist das immer wieder interessant und ein wenig auch lustig. Da steht dieser Bunker, der zum Tode, also der zum Kriegsgebrauch gebaut wurde, in der Rechnung, dass da auch Leute getötet worden wären. Und nebendran, wie ihr seht, friedlich das Braunvieh hier am Weiden und Grasen, also wie wenn nie etwas geschehen wäre. Ja, es ist einfach interessant, diese Mischung. Eben die Tiere, die weiden da in Frieden und Ruhe und schauen mir zu, wie ich filme. Kommt mir fast vor, wie wenn sie sogar verstehen würden, was ich sage. Jetzt vor allem sie da hinten, die schaut immer wieder zu mir. Und eben nebendran dieses alte Kriegsrelikt, Tod und Verderben bringend, steht einfach hier lieblich in der Landschaft. Und das ist einfach faszinierend für mich. Immer wieder erstaunlich, wie die Eidgenossen die Tarnkunst so richtig genossen und ausgelebt haben. Ein schönes Beispiel hier an diesem etwas mediterran ausgefallenen Infanteriebunkers. Infanteriebunker, der darauf hinweist, dass der heutzutage im Privatbesitz ist. Ein schlichter, einfacher Bunker mit den jeweiligen Scharten, wie wir sie kennen. Der Haupteingang zum Artilleriewerk Beglingen. Wozu diese Scharte diente, das ist mir ein Rätsel. Gegen, dass wir hier auf einen Notausgang gestoßen sind, ist definitiv. Das Artilleriewerk Beglingen wurde 1941 bis 1943 gebaut. Die Bewaffnung bestand aus 7,5 cm Befestigungskanonen 39 und zwei 10,5 cm Befestigungskanonen 39. Auch eine 4,7 cm Bunker Panzerabwehrkanone 41 und drei Maschinengewehre gehörten zu dieser Anlage. Hier sehen wir eine Scharte plus noch einmal ein Notausgang. Kanonenscharte, Blick runter zu den MG- und Beobachterscharten. In dieser mächtigen Felswand verbirgt sich der Großteil des Artilleriewerks Beglingen.
Ja, jetzt hatten wir ein Riesenglück natürlich. Hier beim A67-56 Artilleriewerk Beglingen. Das, wo wir jetzt beim anderen Werk nicht gesehen haben, das haben wir jetzt zum Glück hier sehen dürfen. Also Notausgänge, Scharten, Kanonenscharten, MG-Scharten, alles haben wir hier gesehen. Also es ist natürlich hier auch ein saugefährliches Gelände. Da sind sogar Gämschen oben mir hochgesprungen und haben Steine ausgelöst. Also man muss extrem schauen. Und nein, reinkommen tut man nirgends. Es ist alles verschweißt und verschlossen. Es gibt kein Eindringen, außer man würde anständig die Gemeinde darum bitten, dass man reingehen darf und das anschauen darf. Aber sonst kommt man da nicht rein. Aber es ist trotzdem, es ist interessant, was wir jetzt hier gesehen haben und eben jetzt auch noch diesen getarnten Infanteriebunker als Chalet getarnt. Den schauen wir uns jetzt natürlich noch genauer an. So, das war's, liebe Freunde. Wir müssen uns jetzt auch auf den Heimweg machen. Ostermontag ist ja zu Ende und morgen müssen wir auch wieder arbeiten gehen. Aber es war toll, wir haben viel gesehen. Eben von dieser Festung Niederberg nicht so viel, aber dafür
von Beglingen sehr viel. Und jetzt hier zum Abschluss waren wir auch nochmal in der Gemeinde Beglingen und haben hier diese zwei getarnten, als Scheunen getarnten Bunker angeschaut, die hier für die Beglinger Straße zuständig waren, um diese zu sperren. Ja, und so ging jetzt unser Tag auch vorbei. Es war schön, es war erfolgreich, wir haben viel gesehen. Aber ja, leider ist das Ende halt jetzt nah. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid bald wieder dabei, wenn ich auf Tour gehe. Hoffe, ich konnte euch eine Freude machen. Bleibt gesund und munter, bis bald, euer Loma Outdoor. Tschüss zusammen.